Okay. So. Hi Leute. Herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr seht jetzt gerade noch nichts, wartet. Ich bin hier gerade draußen im Wald und ich dachte mir als Halloween-Special, weil ja bald heute Halloween ist, haha, oder zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video seht, wahrscheinlich schon Halloween ist. Ja, dachte ich mir, dass ich ein Halloween-Special mache. Weil, warum nicht? So. Und ja, jetzt wollte ich ein 24-Stunden-Übernachtungs-Video machen, wie ich in der Hütte im Wald übernachte, mit Schlafsack und so. Also ich habe hier Schlafsack dabei. Und ja, warum mache ich das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ja, ich glaube, jetzt müsste hier der Weg reingehen. Bin mir nicht sicher. Ich glaube doch, ja. Ja, ich dachte mir als kleines Halloween-Special einfach. Also ich habe ein paar Freunde gefragt, so, ob die wissen, ob es irgendwo hier im Wald, in unserem Ort hier eine Hütte gibt, wo man übernachten könnte, so. Und die meinten so, ja, hier. Und jetzt bin ich halt hier und ja, da laufe ich jetzt gerade hin und dann übernachten wir da mal schön. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich habe wirklich komplett ziemlich Schiss so. Noch geht's jetzt gerade. Aber weiß nicht, ob das eine gute Idee wird. Aber ich glaube, das sollte easy machbar sein, meine. So. I mean, so, ja. Ob ich jemanden mitnehmen hätte sollen? Ja, wahrscheinlich schon. Aber wird schon gut gehen. Ja. Okay, müssten jetzt noch mal ein bisschen weiter weglaufen so. Und da müssten wir jetzt eigentlich gleich da sein. Und ich bin jetzt. Oh, und ich bleib hängen. Cool. Oh Mann. So. Ist auch ein geilster Weg, den ich gewählt habe hier, alter Scheiße. So. Oh, ich sehe die Hütte. Da ist sie. Gut. Da ist jetzt aber auch so ein Band, ne? I don't know. Digga, das ist echt creepy. Gänsehaut, Digga. Okay, sind wir hier drin. Gut, ich mache jetzt mal hier den hier an. Ah, da sind wir. Finally. Junge, dieser Weg alleine war schon so nochmal eklig, Junge. Die mache ich jetzt auch an. Die stellen wir mal hier hin. Oder hier. Hier sollte ein guter Platz dafür sein. So. Machen wir kurz die Tasche hin. Ich werde gleich auch nochmal kurz was trinken. Oh, warte mal, da muss ich kurz jetzt die Kamera noch mal kurz hier ablegen. So. Ah, zieh ich die mal an. Läuft die Kamera noch? Ja, sie läuft noch, gut. Sehen wir die wieder an. So, also, wie gesagt, Halloween Special. Das ist die Hütte. Ich werde hier 24 Stunden übernachten. Ui, mit. Ich zeig's euch kurz mit diesem Schlafsack hier. Es ist jetzt gerade ziemlich warm. Alter, yo, okay, das ist krass. Er war ein Bild, Junge, heftig. Ja. Oh, geil, kennt ihr dieses Ding da? Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Ich werde hier jetzt übernachten. 24 Stunden lang. Ich werde mir hier wahrscheinlich bald. Ja, doch, ich könnte mit den Bänken eigentlich so ein kleines Bett bauen, irgendwie. Mit den Kisten. Ja, es gibt sogar Mülleimer, das ist cool. Ja. Dann schauen wir mal. Wir machen, glaube ich, erstmal die Tür zu, erstmal. Damit wir safe sind. Sollte eigentlich sein, ne? Ich weiß nicht, kann man nicht zumachen, irgendwie. Und dann schauen wir jetzt mal. Ja. Warte mal, ich muss kurz das Licht irgendwie anders hinstellen, so, warte. Ja, man sieht alles. Hä, hey, geil. Easy, okay. Gut, dann wartet kurz. So, dann nehmen wir mal. Sind die lose? Oh ja, geil. Dann müssen wir diese kleine Bank eigentlich und diese kleine Bank nochmal hier so schräg durch. Dann mache ich kurz mein Zeug hier mal. Das kann ich kurz hier hinlegen eigentlich. Ich hoffe, wir sind nicht so viele Viecher, Digga. Ich hasse Viecher, ne? So Spinnen und so. Schon kacke. Oh, ist geil.
Geil, Junge, voll gemütlich, voll cozy hier. So, dann nehmen wir mal. Das können wir eigentlich auch so nach so hinstellen. Ich dachte gerade, ich habe was gehört, Junge. Ja, die Paras gehen schon los, Leute. Die Paras gehen schon los. Ist doch geil, ne? Ja, eigentlich nicht. Ich habe richtig Schiss. So, dann aua. Dann machen wir mal hier. Alter. So. Dann muss ich das besser hier nach hier schieben. Digga, fliegen, Alter. Und dann kann man das eigentlich hier so. Boah, ich hoffe, ich schmeiß ja nichts um oder so. Sonst zucke ich, glaube ich, noch zusammen davon, dass ich selber irgendwas an Geräusche mache. So, dann müssen wir das ein bisschen. Was, gerade ein Klopfen, Digga? Junge, Alter. Ich krieg so Paras, Digga. Ich hoffe, ich habe mir das gerade nur eingebildet, dass es geklopft hat, Digga. So. Hier müsste auch gut gehen. So, dann können wir die Bank auch noch hinstellen. Aber ich guck mal kurz, ich muss gerade echt dringend aufs Klo, Alter. Ich lasse die Lampe, glaube ich, kurz hier drin. Puh, und dann, gehen wir kurz mal aufs Toilette, würde ich sagen. Alright, Digga, das ist so creepy, ehrlich. Könnte ich das nicht vorstellen, Leute, das ist wirklich gruselig, Digga. Ich gehe mal kurz pissen, ich suche mir mal so einen Platz, wo ich pinkeln kann. Oh, hier ist noch so ein Schild, Alter, krass. Allzu weit weg von der Hütte soll ich nicht gehen. Na, ich gehe mal hier pissen. Also ich piss hier mal kurz, ne, im Dunkeln. Und ich mach mal kurz Licht aus und pinkel kurz. ich weiß nicht, soll ich mich hier noch ein bisschen umgucken? Ja, also da ist halt die Hütte. Weiß ich, ich hoffe, ihr seht das. Also ich habe die GoPro eigentlich so eingestellt, dass man gut und dunkel sehen sollte. Und okay, Leute. Der, das ist jetzt wild. Ich habe keine Ahnung, ob ich mir das jetzt eingebildet habe oder ob da irgendjemand gelaufen ist, Digga. Aber ich glaube, ich habe jemand gesehen, Junge. Der, das ist jetzt kacke, Digga. Ey, nein, Mann. Junge, also es sah aus wie jemand, der läuft. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich jetzt jemand war oder ob ich mir das gerade nur eingebildet habe. Also jetzt kriege ich richtig Paras, Digga, ehrlich. What the fuck? Okay, Leute. Digga, mein Licht ist weg. Schlafsack ist hier. Digga, mein Licht ist weg. Hier war noch die andere Lampe, Digga. Fucking hell, ich bin hier nicht allein, Digga. Boah, jetzt macht... Ja, Junge. Also ich... Digga, what the fuck, Junge. Also ich kann euch zeigen, wir haben gerade, ich sag nicht, ob man sieht, wir haben gerade mal 11:30. Und Junge, ich bin jetzt extra hier raus. Der, ich mach kurz Türe zu, Alter. What the fuck, Junge? Okay, wir müssen echt gucken, dass wir... Ey, Junge. Digga, jetzt habe ich nur noch ein Licht. Habe ich das irgendwo hingestellt? Habe ich das weggepackt? Ich guck mal kurz. Wartet. Ich schau mal kurz nach, ob ich das weggepackt habe. Hallo? Digga. Leute. Wartet, ich zieh's kurz auf. Bro, das hat sich bewegt. Digga, hier war gerade jemand. Oh, Digga, ich muss mich kurz hinsetzen, Junge. Alter. Bro, okay, hier ist jemand. Ich habe nichts, Digga.
Ich habe keine Waffe. Nee. Hallo? Bruder. Bro, 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 Bro. Ich sehe nix. Ey. Hallo? Kannst du gehen, bitte? Fucking hell, Junge, Alter. Hallo? Bro, Digga. Was wollt ihr von mir? Der seid so. Lass die Tür zu, Digga. Du. Ja, mach zu. Digga. Bro, Digga. Warum geht die Tür jetzt auf? Die scheiß Tür ist krumm, Digga. Hallo? Digga. Junge, Alter. Digga, wer ist hier, Junge? Ich dachte, ich wäre hier alleine, Junge. Was ist da? Leuchtet irgendwas? Hallo? Junge, Alter. Meine Lampe. Digga. Junge. Geh wieder rein, Junge. Geh wieder rein. Junge, wir müssen. Ich muss hier schnell weg, Digga. Ich muss hier schnell weg, Junge. Ich mach die scheiß Tür zu, ehrlich. Das ist geisteskrank, ehrlich. Ich weiß nicht, was ich hier mache, Alter. Ich wollte hier einfach nur ein Video drehen, wie ich. Wie kommt man auf so eine scheiß Idee, ehrlich? Ich bin auch so. Ich ziehe es jetzt, warte. Wie habe ich jetzt meine. Doch, so. Digga, ich schwör's dir, ich hau ab, Digga, ich schwör's dir. Ich hau verfickt nochmal ab, Junge. Ich kann nicht, Digga, ich kann nicht. Junge, wir gehen, Leute, ist mir scheißegal. Hallo? Hallo? Ja, Digga, schlafen wird nichts, Junge, ehrlich. Bro. Digga. Die scheiß Lampe aus, die ist zu hell, Alter. Vollkommen. Besser Licht als kein Licht. Okay, soll ich die. Ich lass die Tür offen, Digga. Ist mir scheißegal, Junge. Ich verpiss mich hier. Junge, von wo kam ich? Das war das Band hier, glaube ich. Ich glaube, da lang bin ich gelaufen. Aber warte. Ich geh mal hier lang. Digga, ich schwör's dir, ich kann nicht mehr, Alter. Digga, ich schwör's dir, hier waren zwei Leute. Die sind weg, als wären die nie hier gewesen, Junge, als hätte ich mir das eingebildet. Bruder, Digga. Bro. Das Geräusch kam von der Hütte. Digga, ich muss gehen, Digga, ehrlich. Ich kann nicht, Alter. Bro, das kann. Jetzt steht er vor mir da.
Hallo? Das ist nicht witzig, gell? Also. Hallo, also wenn es ein Streich ist, dann ist es nicht mehr so witzig, gell? Also könnt damit aufhören, das war okay, jetzt cool. Bro. Verpiss dich doch jetzt, hallo! Junge, Alter. Digga. Ich schmeiß dich ein bisschen weg, Digga. Verpiss dich, Alter. Ich muss hier weg, Alter, halt mich. Junge, wenn wir einmal über ihn was machen, Digga. Junge, ich hab so gewusst, das war eine scheiß Idee, Alter. Ich hab so gewusst, dass es eine scheiß Idee war, ehrlich. Junge. Okay, ich schau mal kurz, ob die Kamera noch läuft. Bro, Bro! Nein! Leute. Ich schwitze so krass unter der Maske, dass der Schweiß mir gerade hier runterläuft. Ja, ich sehe gar nichts. Deine Taschenlampe, die habe ich dir einfach so geklaut. Ja, danke. Und, ja. Ja, geil. Und wie war's? Ja. Also ich denke, das reicht. Bei dem war es gerade richtig anstrengend, Digga. Ich guck da immer so. Ja, ja, bei dir schon. Bei mir ist wirklich gar nichts da drunter, Digga. Ich hab alles krank, gesehen. Junge. Ich hab alles sobald ich das rote Licht angemacht habe, deswegen ich noch weniger gesehen. Filmst du noch? Warte mal. Deswegen bin ich, Ja, fehlt noch. Gut. Ich bin gerade deswegen auch hierher rennen können. Der Master war hier dabei. Ich war der hier. Er war der hier. Vielleicht hat man ihn gesehen. Benny war der hier mit den roten Augen, falls man es gesehen hat, hoffentlich. Ja, wir haben hier extra, wie gesagt, wir haben ja, ihr habt ja schon, oder ihr werdet jetzt nach diesem Video, was ihr gerade gesehen habt, werdet ihr dann. Mein Handy. Steht die ganze Zeit mit dem Baseballschläger gegen sein Handy. Ja, da haben wir ja diese Anzüge dreckig gemacht. Und ja, das haben wir jetzt in der Hütte. Der ist natürlich wirklich die ganze Zeit anders mit jemand laufen, ne? Das habe ich vorhin aber auch gedacht, ne? Ja, ich auch. Wo wir da drin waren, dachte ich, da ist jetzt einer hinter uns. Der, es hat manchmal sich wirklich angehört, als wärt ihr nicht zu zweit, sondern zu dritt oder so. Das war crazy. Vielleicht war hier auch jemand. Vielleicht. Aber gut, weil ich und Benny waren dann hier hinten und haben gesagt, ja, eigentlich müsste Philipp jetzt seine 7 Sachen packen und gehen. Ja, ja, ja. Da habe ich gesagt, ja, okay, es gibt noch 2 Fluchtmöglichkeiten. Bleibst du hier oder gehst du nach hinten oder soll ich nach hinten gehen? Ich habe echt... Dann bin ich nach hinten gegangen und du kommst gerade die Tür raus und ich so... Nee, ich habe es gesehen, Dann musste ich außen rum. Ja. Und dann war es cool, da bist du nämlich hier lang gelaufen, war gut. Und ich habe mich ja erst nicht gezeigt. Ja. Und dann bin ich auf einmal so, bam, gespawnt. Gut, also, ja, weiß nicht, das wird der Endkampf sein. Würde ich wahrscheinlich gerade wissen. Ja, wir haben noch in der Hütte ein bisschen hier mit Blut und so, wie man sieht. Ich hoffe, unsere Arbeit war gut. Und Digga, das sieht gerade witzig aus, wenn du runterguckst und die Maske über dir, deinem Kopf ist. Ja. Ich lass Baseballschläger auf Boden. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Wir haben uns echt Mühe gegeben dafür. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Tschüss! Ciao. Happy Halloween!